Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Witcher. Ja, jetzt weiß ich auch, wie ich meine Armbrust benutzen kann mit dem Mausrad. Super. Hätte man ja auch vielleicht selber drauf kommen können. Aber naja. So, jetzt werden wir Igni noch mit reinnehmen. Und dann werden wir gucken, dass wir hier Oh! Das Schwein! Das alles gehört mir! Das ist nicht dein Tag! Wir haben ihn! So, jetzt hier. Jetzt ist Schluss mit lustig. Starker Angriff. Oh, das sind ja noch mehr. Vorne stehen auch noch welche rum. Oh Gott. Fuck off. Oh. Okay. Ich glaube, das war's aber. Dann werden wir hier mal ein bisschen gucken, was es hier zu holen gibt. Sehr viel Zeug zu verkaufen. Alkohol, sehr gut, sehr gut. Mal was vergessen? Ja, da hinten. So, irgendwo sind hier auch noch Wölfchen in der Nähe. Die kann man nie. So, dann schauen wir mal im Hauptlager. Habe ich das jetzt wieder richtig gesehen? Habe ich hier jetzt gerade Fistisch aufgenommen wieder? Da geht's schon wieder mit diesen Drogen los. Es ist doch. So. Ja. Elende Drogenopfer. Ja, die haben ja einen richtigen Umschlagplatz für ihre Hehlerware da. Und überlastet. Ein Traum. Handschuhe. Na gut, kicken wir mal, was wir jetzt da Neues drin haben. Hallo, Schuhe, schlechter, Handschuh, schlechter. Waffen, schlechter. Nein, das war auch nicht das Zeug hier. Habe ich da jetzt irgendwas Grünes leuchten sehen? Nee, ne? Wäre ja auch zu schön gewesen.
Jägerstiefel, Jäger, Handschuh, Meistergegenstand, jawohl. So. Und wieder überladen. Ein Traum, ein Traum, ein Traum. Ich müsste ja jetzt hier oben dann. Da ist der Friedhof und bei der Mühle. Ich glaube, bei der Mühle war noch Händler. Ich guck mal hier vorbei und gehe dann zur Mühle. Aber vorher ein bisschen schlafen. Tja. Hier hinten haben wir dann die Wölfe noch. Gesetztenfalls, sie sind noch da. Ach du heilige Scheiße. Ja. Ja, ich kann. Uff. Nur abstürzen. Habe ich jetzt alle Kisten? Ich habe alle Kisten. Aber das sind scheiße viele Viechers. Punkte bräuchte ich aber noch für den Stufenaufstieg. Und mit so vielen. Ich weiß nicht, das ist ein Riesenrudel. Nee, das lassen wir lieber. Ich glaube, das machen wir nachher. Das sind auch wieder 5. Naja, lässt sich ja jetzt nicht vermeiden. Dann greifen wir die halt mal an. Hä? Wieso hat er jetzt seine Waffe nie gezogen? Ach nein, ich hab das falsche Zeichen ausgewählt. Igni wollte ich doch. Jetzt hab ich den Wolf geistig beeinflusst. Ja. Was das? Da unten sind noch welche. Da hinten. So, jetzt bin ich mal gespannt, was haben mir die 4 Wölfe gebracht? Super. Super. Ein Wolf bringt also 2 Punkte. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt relativ oft speichern. Einfach. Aus dem Grund, falls mir das Spiel wieder abkackt, dass ich nicht so weit wieder vorspielen muss. Und? Haben wir wieder 2 Punkte? Ja! Naja, Wölfe sind ja jetzt auch nicht so.
Hey. So. Mein Schatz. Und den Warg. Den Warg möchte ich gern noch haben. Guten Tag. Ein Sattel. Aha. Was hat es damit auf sich? Da. So. Da haben wir alles. Da hinten sind noch ein paar. Oben ist noch einer. Ich glaube, er ist momentan so schwer. Dass er nicht einmal durch so ein paar Zeltstangen passt. Okay. Ah, der ist weit weg. Wir machen da mal hier ein bisschen Feuer an. Zack, dass wir hier Licht haben. Und dann gucken wir mal, was wir hier Neues gekriegt haben. Oh, Reparaturset. Das ist gut. Das ist schon mal ganz gut. Jede Menge Hosen. Vergleichen. Ja. Diesen Prozent. Die ist besser. Die ist besser. Aha. Gut. Dann Sattel. Ausdauer 20 und der Ausdauer 20 selber. Okay, kann man verkaufen. Notiz. Okay. Sonst, das ist nur. Da, die da. Fälle. Was ist das? Strickleiter. Mhm. Stahlblech. Was ist das eigentlich? Okay. Ja. Aber jetzt erstmal. Zur Mühle runter, weil bei der Mühle war, glaube ich, ein Händler. So, zack, Speicher und dann müssen wir dringend verkaufen. Ich rufe Plätze. Na komm schon. Alles gut. Bin ich wenigstens schneller unterwegs, als wenn ich jetzt hier versuche, bis dorthin zu laufen.
Langsamer. Verdammt, bist du hässlich. Was? Ach du heilige Scheiße. Mann, ich dachte bei der Mühle, die hätten wir schon mal befreit und da wären Händler. Oh oh, ich muss jetzt wirklich mal... dringendst meditieren. Scheiße, dort unten ist noch einer. Da muss ich mir halt eine Schwalbe reinpfeifen. Wir ziehen dir die Haut ab. Lass ihn nicht zu Atem kommen. Schnauze. Okay. Ich gedacht, ich hätte hier oben. Da ist noch einer. Wenn ich wieder nie meditieren. Was? Wieso? Wieso kann ich das jetzt nicht tun? Oh. Voll verzogen. Der Angst. Kann ich den auch auswählen? Nee, ne? Das dauert mir zu lange. Das ist mir jetzt zu blöd. Was, hey ho? Alter Pisskopf. Sagt er auch immer zu mir. Gut. Ach nee. Ja. Bei der Mühle hatten wir den Greifen erledigt, aber genau, da hatten wir nur den Greifen erledigt. Wo war das, wo wir hier befreit haben? Ja, Sägemühle. Ja, irgendeine Mühle war es ja. Na gut, dann muss ich aber trotzdem in der nächsten Folge gucken, dass ich meine Überlastung mal ein bisschen wegkriege. Bevor wir hier großartig weitermachen können. Und da hinten hat es auch noch Häuser. Die würde ich mir ja gern nochmal angucken.
Weil ich glaube, die hatten wir nach unserem Greiferkampf noch nicht untersucht. Wenn es mir recht ist. Jetzt habe ich dort rechts hinten am Geländer so die Bäume flackern sehen und habe gedacht, da steht noch ein Kunde. Da liegt was davor. Der ist tot, der stinkt schon. Nein, nicht Stahlschwert, sondern Hackebeil. Da komme ich nie rein. Was war das, Grünschimmel? Ich komme nicht rein. Nö, ist glaube ich auch nichts Interessantes drin, wenn ich das so sehe. Okay. Ja. Ich werde mal zurück zum Dorf reiten. Dort werden wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Dann schnell verkaufen und dann machen wir die letzten Fragezeichen. Ja. Und dann glaube ich, sind wir bereit, um mit Wesemir nach... Wohin wollten wir? Ach, nach Weißgarten. Nach Weißgarten zu gehen. Aber vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.